Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Sonntags mit Lillis. Wie ihr seht, geht es heute in eine neue Runde, drei Themen, ein Bild. Und wie jedes Mal bin ich auf jeden Fall schon sehr gespannt und ich lege auch gleich los mit dem Ziehen. Als erstes ein Gegenstand. Dusche. Was machen wir denn unter der Dusche? Türkis, okay, das passt auf jeden Fall, finde ich. Dusche, Bad, Türkis. Und jetzt mal schauen, welches Lebewesen uns dahin begleitet. Ein Murmeltier. Das ist ja mal eine interessante Kombi. Wie ihr hier schon seht an meinem kleinen Flatlay, was ich hier aufgebaut habe, habe ich heute hier Buntstifte stehen, denn ich wollte heute mal nicht mit Pinsel malen. Ich wollte heute gerne alles mit Buntstiften malen und mal so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauskommen. Mit Buntstiften zu malen macht mir auch sehr viel Spaß. Dazu werde ich auf jeden Fall hier in meinen Skizzenbuch zeichnen, beziehungsweise in mein Malbuch, da mache ich ja ziemlich viele Sachen rein und lege dann auch direkt los und werde zwischendurch aber noch mal schauen, wie das Murmeltier genau aussieht. Da habe ich nämlich jetzt nicht unbedingt ein Bild vor dem Kopf. So, ihr glaubt gar nicht, wie süß Murmeltiere aussehen. Ich blende euch mal hier ein Bild ein. Das wird auch meine Vorlage sein, mit der ich male. Und ich habe mich jetzt hier mal so ein bisschen durchgescrollt. Unglaublich niedliche Tierchen. Bevor ich jetzt hier in mein Buch reinzeichne, habe ich mir ein bisschen Papier noch zur Seite gelegt, um mir wenigstens eine kleine Skizze zu machen und ja, mal zu schauen, wie mein Bild aussehen könnte. Ich habe schon so eine kleine Idee und ich bin auch sehr erfreut eigentlich auch darüber, dass ich mich dazu entschieden habe, das heute mit Buntstift zu machen. Das, glaube ich, wird eine ganz tolle Sache. Hier habe ich auch einen Bleistift drin und dann lege ich auch direkt los. Die sind so ein bisschen struppig, die kleinen Gefährten hier. Deswegen auch sehr unsauber meine Skizze. Und im Hintergrund kommt so eine Fliesenwand, da werde ich das Türkis mit einarbeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Türkis als Buntstift habe. Sieht nicht so aus, da muss ich mir das ein bisschen zusammenmixen, aber das ist auch gar kein Problem. Jetzt zeige ich, wie ich das mache. So, hier kommt so eine Kachelfliesenwand und der Kollege steht hier unter der Dusche. Ach, das wird niedlich. So ungefähr sieht meine Skizze aus. Die übertrage ich jetzt noch in mein Buch hinein, in das ich auch zeichnen werde. Ich werde hier versuchen, das Bild ein bisschen kleiner zu halten, um die Dimension der Dusche auch noch ein bisschen mehr rauszuholen. Weil so ein Murmeltier ist ja dann doch ein bisschen kleiner als wie auf meiner Skizze in der Dusche. Aber es ist ja beim Zeichnen auch total egal, wie wir etwas umsetzen. An seiner Fantasie freien Lauf lassen. Thank you.
So, ich habe ja gesagt, ich male mit Buntstiften. Ich habe alle hier. Das Murmeltier ist schon, oh, es ist, hat keine einheitliche Farbe. Dann nehmen wir uns auf jeden Fall mal ein paar helle Töne. Natürliche Braun. Vielleicht noch einmal noch einen Braunton. Und dann auf jeden Fall noch einen. Die Töne nehme ich jetzt fürs Tier. Und ich fange auf jeden Fall hier auch mit der hellen Farbe an, denn es verhält sich hier genauso ungefähr wie mit Aquarellfarben, dass ich, wenn ich zu viel dunkel anfange, darauf nicht mehr mit hell nacharbeiten kann. Und deswegen fange ich auch hier mit der hellen Farbe an und werde mit den Farben immer dunkler. Und dadurch, dass der Kollege ja so struppig ist, werde ich hier auch Haare direkt gleich so in Strichform machen. Guckt euch auf jeden Fall die Fellverläufe an. Und ich drücke hier schon ordentlich auf, denn diese Farbe, die wird nicht präsent bleiben. Ich lasse das Schmierballett hier auch liegen, dann kann ich auch ungefähr gucken, wie die Farben sich verhalten. Ne? Da habe ich dann immer so eine Schmierzelle mit bei. Ihr werdet bestimmt im weiteren Verlauf merken, dass hier immer ein paar Krümelchen entstehen auf eurem Bild. Wischt die nicht unbedingt runter. Ihr habt meistens oder meistens hat man eine schwitzige Hand. Und am besten ist es empfohlen, entweder ihr habt Pinsel da, mit dem ihr das wegstreicht, ne? Schön weichen Pinsel, oder ihr pustet runter. Ja? Weil wenn ihr das jetzt wegschmiert, dann verschmiert ihr vielleicht sogar noch euer ganzes Bild. Ich habe hier zum Beispiel Buntstifte, die sich auch mit Wasser vermalen lassen. Und wenn ich jetzt hier noch mit der feuchten Hand drüber wische, ist es natürlich nicht sehr sinnvoll und effektiv. Hier kann ich genauso, ne? Also wenn ich doll aufdrücke, wird es natürlich schön schwarz und ich kann natürlich auch ein bisschen zaghafter aufdrücken und dann ist es nur grau. Ich mache jetzt auch mit dem Schwarz nicht mehr ganz so lange Striche, sondern relativ kurze und da auch in unterschiedlichem Druck, dass da so ein bisschen
so eine Maserung, so ein, nee, nicht Maserung, dass da so ein bisschen so ein marmoriertes Muster entsteht, was man so im, meistens im Fell dann so sieht. Wo es ein bisschen heller sein soll, kann man auch noch versuchen, mit ein bisschen Weiß rüber zu gehen. Da zeige ich euch aber noch einen anderen Trick nachher. Da klappt das noch besser. Da brauchen wir dann nämlich noch einen weißen Highlighter. So, ich würde sagen, wir sind mit dem kleinen Knirpsi jetzt da erstmal fertig. Ich bin da ganz zufrieden mit. Ich stecke die Stifte jetzt wieder hier in mein Glas rein und komme demnach jetzt zum Hintergrund. Wir sind ja hier in der Dusche und ich möchte gerne den Hintergrund Türkis machen. Dazu brauchen wir ein Blau und ein Grün. Jetzt überlege ich gerade, ob ich lieber eine dunklere, ich glaube, ich nehme lieber eine helle Variante und mache da noch ein paar Muster mit. So, das probiere ich jetzt erstmal hier auf meinem Zettelchen aus. Grün. Blau. Ja, das gefällt mir ganz gut. Mal gucken, wie es umgedreht aussieht. Grün, nee, erst blau. Ja, nimmt sich nicht viel. Thank you.
Ich werde euch gleich noch den Effekt der wasservermalbaren Buntstifte zeigen. Deswegen ist jetzt hier auch gar nicht so groß wichtig die Sauberkeit des Ausmalens oder des Malens. Also sicherlich solltet ihr jetzt nicht hier in andere Objekte so großartig hineinkommen. Brauchen wir nämlich jetzt einen Wassertankpinsel. Das ist sowas hier. Und zwar ein Pinsel, der einen Wassertank hinten dran hat. Und jetzt werde ich das Blau und das Grün quasi vermischen, in der Hoffnung, dass es ein schönes Türkis ergibt. Und damit kann ich auf jeden Fall ein bisschen akkurater zum Rand werden. Ihr seht schon, hier kommt gerade ziemlich viel Wasser raus. Nehmt euch am besten ein Tuch zur Hand. Denn ich will den Hintergrund auch gar nicht großartig als Vordergrund. Das soll gar nicht Wassertankpinsel kann ich natürlich bestimmen, wie viel Wasser drin ist. Also ich kann, wenn ich das pumpe, kann ich hier Wasser rausholen. So, jetzt hier beim Mummeltierchen auch wieder vorsichtig sein. Da haben wir ja zum Teil auch wasservermalbare Stifte benutzt. Also ich nicht wieder. Aber ich kann es ja leider nicht wissen. Thank you.
Ich glaube, da könnte sich das Murmeltier ganz wohlfühlen, so im Grün, ne? So, hier unten den Boden habe ich jetzt bewusst freigelassen, weil hier den Boden möchte ich gerne weiß lassen und möchte da quasi nur die Fugen in der Farbe haben, wie die Fliesen sind. Deswegen gehe ich hier mal vorsichtig. Mit den beiden Farben drüber. Es kann auch ruhig ein bisschen stärker sein, ne? Kommt dann auch nachher noch ein Schatten hin. Das lässt sich ganz gut mit dem Bleistift machen. Ich weiß nicht, ob ich die Dusche auch. So. Da haben wir den Fliesenhintergrund fertig und den Boden. Es ist vielleicht kein perfektes Türkis, aber es ist ein Blaugrün. Und Türkis ist ja Blaugrün. Ich bin ganz zufrieden damit. Wie gesagt, die Farbe gefällt mit Sicherheit auch dem Murmeltier. Sieht sehr natürlich aus. Vielleicht ein bisschen quietschig, aber doch natürlich. Und jetzt fehlt ja nur noch eins. Also die Dusche sollte ja auch an sein, ne? Und dafür verwende ich jetzt Comicbuch-like Blau. Aber auch verschiedene und benutze nachher aber auch noch mal weiß als Highlighter. Und jetzt benutze ich aber auch verschiedene Blautöne. Muss mal gucken, wie die hier aussehen, die ich hier habe. Also auf jeden Fall das Dunkle und dies. Die beiden Blautöne benutze ich. Die trocknen hier eigentlich immer recht schnell. Ich werde trotzdem gucken, dass ich mich nicht mit meinem Handrücken hier so doll drauf aufstütze. Und mache jetzt hier auch gar nicht viel. Ich male jetzt hier auch so Striche, weil es ist ja auch eine Laufrichtung, ne? Also die Tropfen fallen ja auch. Dann mache ich kurze und lange und entscheide mich aber auch bewusst dafür, nicht über das Murmeltier rüber zu gehen, weil ich noch nicht weiß, was ich damit in Zukunft machen möchte. Wenn ich jetzt hier auch mit den Tropfen rübergehe, was ja eigentlich nur logisch wäre, dass ich darüber gehe, ne? Weil es ist ja, das Tier wird ja oder allgemein das Wesen, was unter der Dusche steht, wird ja nicht ausgespart von Wasser. Aber naja, wer weiß, was ich damit noch machen will. So, hier, wo es noch ein bisschen feucht ist, nimmt die Farbe noch nicht so gut an. Wie so eine kleine Pfütze, ne? Man könnte jetzt hier in die Fliesen auch noch ein kleines Muster reinmachen. Man könnte die Fugen auch noch anders mit der Farbe gestalten. Da könnt ihr eure Kreativität freien Lauf lassen.
Das sind sicherlich ganz tolle Bilder, die da entstehen können. Würde man hier jetzt nicht unbedingt sehen. Und ich lasse das auch bewusst ein bisschen krakelig, weil ich mag dieses typische Buntstiftgekritzel. Das kann ganz charmant wirken. Und zu guter Letzt habe ich jetzt hier noch einen weißen Highlighter, das ist ein Acrylstift. Und damit kann ich jetzt noch Highlights setzen. Ja, also damit werde ich jetzt auf jeden Fall im Fell hier noch ein paar Highlights setzen. Aha. Vorführeffekt. Immer, also bei Acrylmarker immer ein Schmierblatt mit bei haben. Das ist meine Empfehlung. Jetzt geht es. Ach doch, das gefällt mir ganz gut, das Motiv. Das ist niedlich. So, ich würde auch schon sagen, dass wir fertig sind. Ich bin doch überrascht über das Motiv. Ich mag es total gerne. Es hat irgendwie was. Und Maultier malt man. Maultier. Ein Murmeltier malt man ja auch nicht alle Tage. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ihr hier auch ein Motiv bei drei Themen ein Bild mitmalt und wenn es vielleicht sogar das aktuelle von heute ist mit Dusche, Türkis und Murmeltier, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Markiert es in den sozialen Medien gerne mit dem Hashtag Sonntags mit Lillis und dann gucke ich mir das an und werde das mit Sicherheit auch teilen auf meiner Seite, wenn ich das sehe. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mir noch ein Abo hier lasst auf meinem Account, mir noch einen Daumen nach oben gebt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Sonntag und kommt morgen gut in eine neue Woche. Tschüss!